Hast du dich mal gefragt, wofür das kleine Loch da oben im Waschbecken ist? Je nach Waschbeckenmodell kann es ein, zwei oder manchmal auch drei geben. Bei unseren Waschbecken ist es meistens nur ein Loch nahe dem Rand, das zu dir zeigt. Und das Loch ist dazu da, damit dein Waschbecken nicht überläuft und es lässt die Luft im Abfluss zirkulieren. Ohne dieses Loch würde das Wasser sehr langsam aus dem vollen Becken fließen, weil es gegen die Luft strömt. Die Luft bildet also einen Widerstand. Auch deine Badewanne hat dieses Loch, aber deine Küchenspüle wahrscheinlich nicht. Überleg mal, bis deine Badewanne voll ist, dauert es lange und die Gefahr ist groß, dass du sie vergisst. Daher ist das Loch als Überlaufschutz in der Badewanne ziemlich sinnvoll. Die gängige Küchenspüle hat den Überlaufschutz in der Trennwand zwischen den beiden Becken und natürlich ist es tiefer gelegen als der Rand. Die meisten Wanderrucksäcke haben ein geheimes Feature, das dir quasi das Leben retten kann. Wenn du einen hast, schau dir nachher mal den Brustgurt genauer an. Du wirst sehen, dass in der Schnalle eine Pfeife eingebaut ist. Sie ist für Situationen gedacht, in denen du alleine unterwegs bist und beim Wandern irgendwo stecken bleibst oder wenn du deine Gruppe verloren hast. Oh oh, leider haben nicht alle Rucksäcke so eine Trillerpfeife. Aber moderne Rucksäcke, die speziell für Mountainbiking, Wandern, Snowboarden, Skifahren und ähnliche Outdoor-Aktivitäten entwickelt wurden, haben sie. Apropos Rucksäcke, bei vielen Standardmodellen gibt es einen Aufnäher in Form einer Raute. Das ist eine Art Lasche. Manche nennen sie auch Schweineschnauze. Die Hersteller hatten sich dieses Merkmal ausgedacht, damit die Leute beim Bergsteigen ihren Eispickel da einhaken können. Diese Lasche haben sie aus Leder gefertigt, weil das nicht so schnell einfriert. Ich weiß, wir als durchschnittliche Rucksacktouristen unternehmen eher selten solche Abenteuer, aber diese Lasche ist auch für uns ziemlich nützlich. Du kannst da Dinge wie Kopfhörer oder eine Wasserflasche festmachen und hast sie immer griffbereit. Oder du befestigst daran deine Wanderschuhe und andere Dinge, um Platz im Rucksack zu sparen. Warum haben Einkaufswagen eigentlich dieses Gitterdesign? Gute Frage. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einmal wird für die Herstellung weniger Metall verarbeitet, was die Wagen leichter und günstiger macht und das Supermarktpersonal kann leichter sehen, was sich noch im Wagen befindet. Außerdem sind die Gitter leichter sauber zu halten. Stell dir mal vor, der wäre komplett geschlossen und jemand würde Orangensaft oder Milch darin verschütten. Und wenn die Einkaufswagen draußen im Regen stehen, trocknen sie leichter. Und weißt du, warum Wäschekörbe so löchrig sind? Damit die Wäsche darin atmen kann. Wenn du deine schmutzige Wäsche zum Beispiel in einen geschlossenen Korb steckst, wird sie nicht belüftet und deine Wäsche könnte anfangen zu schimmeln. Obendrein bildet sich in Körben ohne Belüftungsöffnungen mehr statische Elektrizität. Bist du ein Wintersportfan? Dann sind dir bestimmt schon die kleinen Schlaufen an deinen Skihandschuhen aufgefallen, oder? Ja genau, die am Finger. Das sind spezielle Handschuhe für Snowboarden, Skifahren oder andere alpine Aktivitäten. Dank der Schlaufen am Finger kannst du deine Handschuhe mit einem Karabinerhaken an deinem Rucksack hängen. Dabei zeigt die Öffnung nach unten, sodass beim Wandern oder bei anderen Winteraktivitäten kein Geröll oder Schnee in deine Handschuhe fallen. Zum Beispiel, wenn du stolperst und den Berg runterpurzelst. Ist doch jedem schon mal passiert. Auch wenn du kein professioneller Bergsteiger bist, sind diese Schlaufen hilfreich. Du kannst da Karabinerhaken anbringen und deine Handschuhe an den Fingern zum Trocknen aufhängen, wodurch sich kein Kondenswasser in den Fingern ansammelt. Du kennst doch diese Kieselgel-Tüten, die in neuen Taschen, Schuhen und anderen Produkten beiliegen, stimmt's? Wirf sie nicht weg. Du kannst mit ihnen die Frische deiner Schuhe oder eines anderen Produkts bewahren. Leg die Tüte einfach wieder rein, denn in ihnen steckt ein Trockenmittel, das Feuchtigkeit absorbiert. Du kannst sie aber auch für andere Dinge verwenden, beispielsweise wenn dein Handy oder etwas anderes nass geworden ist und ordentlich trocken werden muss. Kennst du das? Du hast aus Versehen Seiten zusammengeheftet, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Es ist gar nicht so einfach, diese Heftklammer wieder zu entfernen, ohne die Blätter zu zerreißen. Aber es gibt einen einfachen Trick. Schau dir mal den vorderen Teil deines Hefters an. Siehst du die Metallplatte? Sie wird Amboss genannt. Dreh dieses Teil um, damit du die Option temporäres Heften bekommst, denn dann kriegst du die Klammer viel leichter wieder ab. Ja, der Amboss ist da, um die Einstellungen des Tackers anzupassen. Wir sind so sehr daran gewöhnt, dass Zahnpasta bunt ist, dass wir uns gar nicht mehr fragen, warum. In den 70er Jahren wurde den Leuten klar, wie wichtig Zahnhygiene ist. Und sie wollten, dass ihre Zahnpasta mehr kann, als nur die Zähne zu reinigen. Aquafresh griff diesen Wunsch auf.
Es war das erste Unternehmen, das eine Zahnpasta auf den Markt brachte, die auch Inhaltsstoffe einer Mundspülung enthielt. Das ist der blaue Streifen. Später kam der rote Streifen dazu, in dem Inhaltsstoffe sind, die das Zahnfleisch pflegen. Die Schachtel deiner Alufolie hat ein Feature, das für viele unsichtbar ist. Oder hast du dir schon mal die Mühe gemacht, die Seiten dieser Schachtel unter die Lupe zu nehmen? Das brauchst du jetzt auch nicht mehr, denn ich sag dir, dass es dort eine runde Perforation gibt, die du mit deinen Fingern eindrücken kannst. Wenn du das gemacht hast, hast du die Rolle in der Schachtel gesichert und du kannst Folie rausziehen, ohne dass die ganze Rolle hinterherkommt. Die Bommel auf deiner Mütze sieht aus wie ein süßer Ball. Wenn du sie nicht magst, kannst du sie auch abschneiden, denn heute erfüllt sie keinen besonderen Zweck mehr, sondern ist nur noch ein modisches Detail. Es heißt, dass die Wikinger Mützen erfunden haben, weil sie ihre Ohren in den langen, kalten Wintern schützen mussten. Irgendwann haben sie dann Bommeln oben angebracht, damit sich die Nähte nicht zu schnell auflösen. Ich vermute mal, dass die traditionellen Hörner erst später kamen, aber vielleicht gab es sie auch nur für den Sommerhut. So ein Tomatenkissen für Stecknadeln findet man in vielen Haushalten. Aber schau dir mal die Erdbeere an, die von der Spitze baumelt. Ist schon irgendwie seltsam, weil Erdbeeren ja nicht auf Tomaten wachsen. Aber beim Nähen spielen Obst und Gemüse keine Rolle. In die Erdbeere kommen die Nadeln, die du gerade benutzt, und in der Tomate stecken die anderen. So musst du nicht erst alle Nadeln durchsuchen, um die zu finden, mit der du weiternähen willst. Schau dir die Kappe oben auf deinen Cremetuben an. Dieser spitze Kegel, den du in der Kappe siehst, ist dazu da, deine neue Tube zu öffnen. Du kannst damit das Siegel durchstoßen. Ja, du musst nicht extra etwas Scharfes suchen oder deine Fingernägel daran ruinieren. Sind auf deiner Zahnbürste blaue und weiße Borsten? Ja, das sieht schick aus, aber die blauen Borsten erfüllen auch einen nützlichen Zweck. Die Hersteller haben einen blauen Farbstoff genutzt, der sich abnutzt. Das passiert meistens genau dann, wenn du dir eine neue Zahnbürste zulegen solltest. Du weißt doch, dass man alle 3 bis 4 Monate die Zahnbürste wechseln sollte. Und damit du das nicht vergisst, zeigen die verblassten blauen Borsten an, dass es soweit ist. Autos haben diese schwarzen Punkte an den Fensterkanten. Dieser gepunktete Rahmen sieht ziemlich cool aus, aber die Autohersteller geben nicht für das Design so viel Geld aus, sondern weil sie einen praktischen Zweck erfüllen. Diese Punkte nennt man übrigens Fritten. Wenn die Temperatur in deinem Auto extremen Schwankungen unterliegt, sorgen die Fritten dafür, dass der Rand des Glases nicht zerspringt. Die Fritten sind also eine ziemlich gute Idee. Benzinkanister haben ein sehr kleines zweites Loch. Es soll verhindern, dass Luft durch das Ausgussloch gesaugt wird. Ohne dieses kleine Loch könntest du das Benzin nicht gleichmäßig ausgießen und die Hälfte würde auf den Boden schwappen. Das Loch dient übrigens auch dazu, Gas abzulassen, das entsteht, wenn der Kanister im Warmen steht. Könnte es nicht entweichen, würde der Kanister wahrscheinlich explodieren. Das ist also wieder eine sehr gute Idee, denke ich mal.